Moin und herzlich willkommen zu meinem Rückblick ins Lesejahr 2019 und zu meiner Vorausschau ins Lesejahr 2020. Ich möchte mit euch so ein bisschen drüber schnacken, wie ich mein Lesejahr 2019 empfunden habe, was mich überrascht hat, was mich enttäuscht hat, was meine Highlights waren hier auf YouTube. Und natürlich soll es ein bisschen um Statistik gehen. Und ich möchte auch so mir meine Vorsätze anschauen, die ich mir gemacht habe für 2019 und ob ich die ja umgesetzt habe. Und dann möchte ich so ein bisschen übergehen ins Jahr 2020, was ich mir vornehme, was ich für Vorsätze, für Challenges und so weiter habe und was ich mir wünsche, wovor ich Angst habe, was auch immer. Also hier werden keine expliziten Bücher vorgestellt, aber es geht natürlich trotzdem rund ums Lesen und um Bücher und um meinen Kanal. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der Statistik. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Denn ich habe hier mein kleines Lesetagebuch, was jetzt tatsächlich auf der letzten Seite angekommen ist. Und da habe ich gerade noch meine Statistik hingequetscht bekommen. Und dann geht es ganz frisch ans neue Lesetagebuch, was ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, was ihr vielleicht in meinen Neuheiten gesehen habt und was ich einfach jetzt schon liebe und Angst habe, irgendwie zu verfuschen, weil ich da irgendwie mit meiner Sauklaue reinschreibe. Aber gut, das ist erstmal ein anderes Thema. Also, wie viele Geschichten habe ich denn überhaupt gelesen? Das hat mich tatsächlich überrascht. Ich glaube, das sind tatsächlich mit die meisten Bücher und Hörbücher in den letzten Jahren, beziehungsweise seitdem ich das Ganze notiere, seitdem ich YouTube mache, sind tatsächlich 84 Bücher und Hörbücher, die ich gelesen und gehört habe. Und das finde ich wirklich viel. Ich war sonst immer so bei 60 bis 70, aber das war schon ziemlich viel eher. Und das teilt sich so auf, dass ich 67 Bücher gelesen habe und 17 Bücher gehört. Und ich glaube, das hat es auch ausgemacht, warum es bei mir so viel waren, dass ich tatsächlich auch die Hörbücher in meinen Alltag mit integriert habe. Weil wenn ich mir so die Zahl angucke von den Büchern, die ich gelesen habe, 67, das kommt wieder hin mit den letzten Jahren. Und ja, obwohl ich immer Bücher den Hörbüchern vorziehen würde, finde ich das einfach eine tolle Sache, das mit einzubeziehen für bestimmte Bücher oder zum Rereaden oder Relistening, wie man das auch immer nennen möchte, wenn man eine Geschichte nochmal erleben möchte, finde ich, dass mit Hilfe eines Hörbuchs zu tun, wirklich eine tolle Möglichkeit. Also 84 Geschichten durfte ich erleben, 67 habe ich davon gelesen und 17 gehört. Ja, dann kommen wir zu meinen Neuzugängen. Auch das hat mich ein bisschen überrascht, dass es doch ziemlich viel war. Beziehungsweise eigentlich hat es mich nicht überrascht. Ich dachte es mir schon, dass es viel ist. Aber wenn man das jetzt so ja, in Vergleich setzt zu den gelesenen Büchern, finde ich es schon sehr viel. Andere haben vielleicht viel mehr oder viel weniger. Das muss ja jeder für sich selbst einschätzen. Ich finde es halt immer schön, wenn es wirklich mehr gelesene Bücher sind als Neuzugänge. Ich bin knapp drunter. Meine Neuzugänge im Jahr 2019 lagen bei 81 Stück. Das ist echt viel, finde ich. Und das muss auf jeden Fall weniger werden in 2020. Ich habe mir dann aber auch nochmal angeguckt, wie viel habe ich von diesen Neuzugängen denn eigentlich gelesen? Also wie viel liegen hier immer noch im Grunde ungelesen und wie viel habe ich gleich schon konsumiert? Und ich habe immerhin mehr als die Hälfte davon, 46, habe ich davon schon gelesen. Und das finde ich eigentlich ein ganz guter Schnitt, weil das bedeutet, dass ich ungefähr die Hälfte von meinen Büchern Neuheiten waren, also Neuzugänge waren, aber die andere Hälfte davon ich auch von meinen Sub genommen habe, also von meinen ungelesenen Büchern, die halt aus den Vorjahren noch hier auf mich warteten, dass ich mich daran auch bedient habe. Und natürlich kam davon von dieser anderen Hälfte auch noch meine Rereads, also meine nochmal Bücher, meine Lieblinge, die ich gerne nochmal erleben wollte, kommt natürlich auch dazu. Und Rereads habe ich tatsächlich auch gezählt. Ich habe 15 Bücher nochmal erlebt, meistens als Hörbuch.
Und das finde ich schön und das möchte ich auf jeden Fall fortbestehen lassen. Und das war ja auch ein Vorsatz von mir, mehr Bücher, die ich schätze und liebe, die hier in meinem Bücherregal stehen und wo ich einige Details wieder vergesse, was ich sehr schade finde, die einfach nochmal zu erleben. Und das möchte ich beibehalten und da werden wir dann auch später auch nochmal in den Vorsätzen dazukommen. Ja, dann kommen wir jetzt zum Thema Sub. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe irgendwann Mitte des Jahres aufgehört, darüber zu reden und den auch nicht mehr in meinen Lesemonat die Zahl mit anzugeben. Sonst habe ich das immer gemacht, meinen Sub mit durchgezählt. Und es war für mich ja immer ein großes Anliegen, meinen Sub zu verringern. Und ja, irgendwann habe ich gemerkt, dass das nicht so richtig funktioniert. Ich fand es frustrierend, mir das jeden Monat wieder unter die Nase reiben zu müssen. Und dann kamen halt auch Zeiten, wo ich viel Bücher gekauft habe, um, ja, kann man das Frustkauf nennen, ich weiß es nicht, aber mir viel Bücher gekauft habe, um mich selbst zu belohnen, weil es irgendwie auch ja, ein Jahr war, wo viel Bewegung war. Und ja, da habe ich mir halt viele Bücher gegönnt und dann habe ich gesagt, das möchte ich mir nicht mehr antun, mir das immer wieder vor Augen zu führen, wie sehr ich versagt habe in diesem Vorsatz, meinen Sub zu verringern. Und dann habe ich es gar nicht mehr gezählt und dachte, okay, mal gucken, wie es, vielleicht pendelt sich das ja trotzdem ein, wenn ich da gar nicht mehr drauf achte. Und jetzt habe ich für diese Statistik meinen Sub nochmal gezählt, mein Stapel ungelesener Bücher und der lag letztes Jahr, ich gucke nochmal. Also, Anfang 2019 stand der bei 28 Büchern. Und da hatte ich mir auch schon vorgenommen, den noch weiter zu verringern. Aber jetzt sind es 46 Bücher, also da ist einiges dazugekommen. Also fast 50 Bücher liegen bei mir rum, die ungelesen sind und das möchte ich einfach partout nicht. Ich möchte das nicht, auch wenn manche viel mehr haben, manche über 100, manche über 200, 300 Bücher haben, eine ganze Bibliothek an ungelesenen Büchern und damit total glücklich sind. Das ist auch in Ordnung so. Jeder kann für sich selbst entscheiden, aber ich möchte das nicht. Lass mich davon auch ein bisschen unter Druck setzen und deswegen, ich möchte meinen Konsum auch so ein bisschen mehr ja, unter Kontrolle haben. Und ich habe jetzt für mich gemerkt, in den letzten halben Jahr, wo ich gar nicht drauf geachtet habe, dachte, okay, vielleicht muss ich ja auch nicht darauf achten und lasse es einfach so, wie es ist und pendelt sich vielleicht einfach immer ein. Hat es aber nicht. Es ist im Gegenteil, es ist ausgeufert, weil ich nicht mehr drauf geguckt habe. Und die Jahre davor hat sich's immer so in der Waage gehalten zwischen 20, 30 Büchern. Und ja, jetzt ist es explodiert und deswegen möchte ich ja wieder ein bisschen mehr drauf achten und deswegen wird es in den Vorsätzen auch wieder ja, auftauchen. Ja, Statistik sind wir fast schon durch. Mehr habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber eins habe ich mir nochmal ausgeguckt. Das hatte ich in den letzten Jahren nicht gemacht, aber vielleicht interessiert euch das ja auch. Nämlich, ich wollte gerne wissen, was ist denn das meistgeklickteste Video, was ist das beliebteste Video auf meinem Kanal in diesem Jahr gewesen von den Videos, die ich neu produziert habe in diesem Jahr. Was wurde am meisten geklickt? Und was habt ihr am liebsten angeschaut? Und da habe ich dann mal ein bisschen geguckt, was die meisten Aufrufezahlen hatten. Man kann natürlich auch noch mal gucken, was hat die meisten Daumen hoch. Da habe ich mir jetzt aber nicht die Mühe gemacht, das nachzuschauen. Wenn euch sowas interessiert, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Also es soll jetzt auch keine Selbstbeweihräucherung sein, aber ich fand es halt einfach spannend und dachte, ich nenne einfach mal die drei beliebtesten Videos. Und war überrascht, weil eigentlich sind Rezensionen ja die Videos, die am wenigsten geklickt werden. Ich drehe sie ganz gerne, weil ich da auch lang und breit über ein und dasselbe Buch reden kann und mir die Zeit nehmen kann. Und ich weiß, dass da draußen auch Zuschauer sind, die auch sehr gerne diese Videos schauen und für die paar mache ich das wirklich sehr gern. Aber es gibt auch Bücher, die natürlich sehr gehypt werden und die bekommen nach und nach immer mehr Klicks und Lesemonate werden halt zum Beispiel sehr viel geguckt, genauso wie Neuzugänge, aber da flacht die Kurve sehr ab. Die werden dann halt in den ersten Wochen sehr viel geguckt und dann später
fast gar nicht mehr. Dann werden eher wieder die nächsten 9 Lesemonate geschaut. Bei Rezensionen ist das anders. Die werden kontinuierlich geklickt, wenn das Buch wirklich die ganze Zeit präsent ist, zum Beispiel. Und das drittliebste Video war tatsächlich aber keine Rezension, sondern mein Top-10-Video, also die besten Bücher aus 2018. Und das kann ich total nachvollziehen. Ich liebe diese Videos auch. Und das ist ja natürlich, wenn man das alles verpasst hat, meine ganzen Videos, ist es ja im Grunde der Konsens meines Kanals auf das Beste von meinem Kanal zusammen. Geschrumpft auf dieses eine Video, kann ich schon verstehen, dass das gerne geguckt wurde. Das wurde mit 2000 Klicks in diesem Jahr etwa, also so circa 2000 Klicks angeguckt, und da freue ich mich auch wirklich drüber. Dann ja, darunter, also Platz 4, Platz 5 und so weiter, das waren dann so die ganzen Lesemonate mit über 1000 Klicks irgendwie ungefähr. Aber der zweite Platz, der ist dann schon eine Rezension, und zwar ist das der Bücherdrache von Walter Mörs. Und auch das freut mich sehr. Auch das hat auch viele Daumen hoch bekommen und viele gute Kritik, worüber ich mich wirklich freue. Weil gerade bei Rezensionen gibt man sich wirklich sehr viel Mühe, wie man etwas sagt und wie man am besten auf den Punkt kommt und nicht zu sehr drum herum labert und nicht zu oberflächlich bleibt, sondern wirklich auch ein paar Punkte schafft, ohne zu spoilern, ja, in die Tiefe zu gehen. Also der Bücherdrache von Walter Mörs. Und der erste Platz von den meistgeklicktesten Videos ist tatsächlich Eragon, die Kurzgeschichtenbände, die Hexe. Gott, wie heißt es nochmal? Die Gabel, die Hexe und der Wurm. Das sind ja so Kurzgeschichten, drei Kurzgeschichten, die in einer Rahmenhandlung zusammengefasst sind. Und auch da habe ich eine Rezension zugedreht, und die wurde mit circa 3000 Klicks aufgerufen. Und ja, freue ich mich auch sehr drüber. Es sind natürlich nicht die meistgeklicktesten Videos überhaupt. Da könnte ich natürlich auch gerne nochmal ein Video drüber machen. Also auf gesamt auf meinem Kanal, was sind die beliebtesten Videos? Ja, wie gesagt, wenn euch das interessiert, sagt gerne in den Kommentaren Bescheid. Dann gucke ich mich, wühle ich mich mal so ein bisschen mehr durch die Statistiken und so weiter. So, jetzt wollen wir mal übergehen zu meinen Vorsätzen, die ich mir genommen habe fürs Jahr 2019. Das waren nicht viele, weil ich bin ja nicht so der Typ für Challenges. Ich mache mir nicht so gerne viele Auflagen und Regeln, weil dann fühle ich mich so eingeengt, und ich möchte wirklich das lesen, worauf ich richtig Bock habe, und möchte das in dem Moment wählen, in dem ich wirklich gerade Lust darauf habe, und ja, mich dann nicht irgendwie einengen. Aber ich hatte 4 Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Zum einen war es eben Sub verringern. In diesem Jahr hatte ich mir keine besondere Idee überlegt, wie ich das anstellen möchte, ob ich da ein besonderes System hintersteckt. Hatte ich nicht gehabt, habe ich einfach nur gesagt, ich möchte, dass meine ungelesenen Bücher weniger werden. Und in diesem Zusammenhang ist der zweite Punkt auch gewesen, Neuzugänge bewusster zu kaufen. Das hat in den ersten halben Jahr 2019 noch geklappt einigermaßen. Und dann im zweiten Halbjahr, habe ich euch ja schon erzählt, habe ich gar nicht mehr drauf geachtet und habe einfach noch Lust und Laune geshoppt, was natürlich auch mal schön ist. Und ich möchte das auch weiterhin so machen, mir Bücher neu kaufen zu können und mich darüber freuen zu können. Aber es darf nicht mehr so ausufern. Und ja, das habe ich, wie gesagt, im zweiten Halbjahr nicht mehr so durchgesetzt. Dann hatte ich Rereads. Ich habe mir ja besondere Reihen vorgenommen. Da habe ich ein extra Video zugedreht, welche Reihen und welche Bücher ich gerne nochmal erleben möchte im Jahr 2019. Davon habe ich 3 Reihen geschafft und 2 sind noch offen. Welche genau das sind, möchte ich auch wieder in einem einzelnen Video zu drehen, wieder über, ja, direkt über Rereads zu sprechen, die ich im Jahr 2019 geschafft habe, und auch da Vorsätze für 2020. Die werde ich jetzt hier in dieses Video nicht mit reinbringen. Und als vierten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, rigoroser ausmisten, also Bücher ausmisten und auch abbrechen. Was wirklich gut geklappt hat, ist das Aussortieren. Da werde ich immer besser drin, und das finde ich richtig gut. Ich kann mittlerweile Bücher aussortieren, die mir nicht gefallen haben.
was ich früher nicht konnte. Alle Bücher, die ich gelesen habe, standen in meinem Regal. Ich fand es einfach toll, ein Bücherregal zu haben, wo wirklich alle Bücher drin stehen, die ich mal gelesen habe. Und man verbringt ja mit einem Buch eine gewisse Zeit und irgendwas verbindet man damit. Und das war für mich schwierig. Jetzt habe ich es wirklich geschafft, Bücher auszusortieren, die ich nicht nochmal lesen möchte und die ich auch blöd fand. Aber mittlerweile kann ich auch Bücher aussortieren, die mir gut gefallen haben, aber wo ich weiß, die werde ich nicht nochmal anfassen, die brauche ich nicht. Und die verbinde ich auch nicht mit irgendwas anderes, mit einer Person oder mit einem bestimmten Moment, weil auch das gibt es natürlich. Und ich sortiere immer regelmäßig aus und verkaufe die an Rebuy und Momox. Oder heute zum Beispiel war ich halt mit einer riesigen Tasche voll Büchern, die ich nicht mehr verkaufen kann, wo ich auch bei Rebuy und Momox auch nur noch ein paar Cent bekomme oder dass die gar nicht annehmen. Und die habe ich jetzt an so einen AWO-Buchladen gespendet. Und ja, musste da auch stark sein, weil da gab es dann wieder so viele Bücher, wo ich dann auch gucken konnte, bin dann aber schnell wieder rausgeeilt, um da gar nicht erst in Versuchung zu kommen. Also das hat unglaublich gut geklappt. Abbrechen habe ich immer noch so meine Probleme mit und weiß auch nicht, wie ich das handhaben soll, weil ich halt auch oft die Erfahrung gemacht habe, wenn ich ein Buch zu Anfang nicht gut fand, dass es entweder an meiner Laune lag und dass ich nur weiterlesen musste und dann in einer anderen Laune ich das Buch dann auf einmal gut fand oder dass das Buch auch immer noch super werden kann. Also da habe ich wirklich schon einige Lieblingsbücher bei gefunden, obwohl ich den Anfang echt blöd fand und deswegen habe ich da Schwierigkeiten mit. Aber ich habe zum Beispiel gestern ein Buch abgebrochen nach 70 Seiten und habe gesagt, nein, es war schwierig, wirklich, aber ich habe gesagt, nein, das ist so blöd, das lese ich nicht weiter. Welches das ist, werdet ihr dann ja im Lesemonat sehen. Ja, also das habe ich eigentlich ganz gut gemacht bisher mit den Ausmisten und das möchte ich auch weiterhin so halten. Ja, das waren meine Vorsätze und jetzt möchte ich nochmal allgemein drüber sprechen, wie war so mein Eindruck vom Lesejahr. Also wie gesagt, von der Masse her bin ich wirklich sehr zufrieden damit. Es geht ja auch nicht darum, so viel zu lesen, sondern einfach Freude dran zu haben. Und das hatte ich. Was ich allerdings gemerkt habe, ist, dass ich immer kritischer werde und besonders in bestimmten Genres, die ich halt viel konsumiere. Ich bin ja nun schon sehr, sehr lange ein Vielleser und natürlich hat man dann auch gewisse Ansprüche, weil man schon viele gute Bücher und viele schlechte Bücher gelesen hat und ja, der Markt ja sehr überschwemmt ist und sich da die Perlen rauszupicken, finde ich, wird immer schwieriger. Und besonders in der Fantasy habe ich jetzt halt dieses Jahr auch wieder gemerkt, wie viele Bücher mich enttäuscht haben und das ist natürlich sehr, sehr schade. Und da immer wieder Highlights zu finden. Aber ich habe Gott sei Dank auch noch Genres, die für mich noch nicht so verbraucht sind, in Anführungszeichen, wo ich noch nicht so viel Erfahrung habe, wo ich da vielleicht nicht ganz so kritisch bin. Und Gott sei Dank, also das erste Halbjahr war schon echt hart, weil ich da irgendwie gefühlt nur mittelmäßige oder wirklich blöde Bücher hatte, die mich enttäuscht haben und wo ich schon so ein bisschen traurig war und dachte, kriege ich jetzt überhaupt gar keine Highlights mehr zusammen und hatte so ein bisschen Angst. Ja, was ist los? Bin ich zu kritisch? Aber das zweite Halbjahr hat mir dann gezeigt, dass es doch noch Highlights gibt und ich habe eben auch mein Top-Video abgedreht, meine Jahreshighlights und da waren wirklich schöne Bücher dabei. Aber trotzdem hatte ich kein 5-Sterne-Buch und ich merke halt, dass ich doch ein bisschen neidisch bin auf andere, die so begeistert von einem Buch sein können, dass sie also so wirklich restlos begeistert und ohne Kritik zu haben. Ich merke wirklich, dass ich kritelig bin und weiß nicht so richtig, wie ich das abstellen soll. Weil ich einfach so bin. Ich kann nicht einfach abstellen, auf gewisse Dinge zu achten. Und das passiert einfach. Auf einen gewissen Grad finde ich auch gut, dass ich kritisch bin. Aber manchmal würde ich halt auch gerne so total von einem Buch schwärmen, ohne irgendwas auszusetzen zu haben. Und das würde ich mir wünschen, dass es in 2020 vielleicht noch mal passiert. Ich versuche, meine Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben und dass ich vielleicht auch mal, ja, mich nicht in irgendein Detail verbeiße. Und dass es vielleicht doch eine Einstellungssache ist, keine Ahnung, aber ja, ich bin einfach so, dass ich vielleicht ein bisschen zu kritisch bin.
Mal sehen, wie das Lesejahr 2020 wird und ob ich da auch noch mal ein richtig tolles Fantasy-Highlight bekomme. Ich habe noch ein paar Sachen auf meinem Sub, in meinen ungelesenen Büchern bei, wo ich wirklich große Hoffnungen hege, dass die mich richtig flashen können. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, ohne zu große Erwartungen zu haben. Mal schauen. Ja, ansonsten war es wirklich wieder ein schönes Jahr auf BookTube. Ich hatte sehr viel Freude, Videos zu drehen, auch wenn es mal schwieriger war und mal weniger kam, wo wirklich in meinem privaten Leben auch ein bisschen, ja, viel mehr los war. Aber ich habe gesagt, ich mache ja eh keinen Videoplan. Ich habe keine bestimmte Upload-Tage und das will ich auch gar nicht einführen, weil das für mich einfach nur Stress bedeuten würde. Ich mache das so, wie ich Zeit habe. Dann wird halt manchmal nur ein Video in der Woche kommen, manchmal werden drei Videos in der Woche kommen und manchmal kommt vielleicht erst in den nächsten 2 Wochen das nächste. Ich glaube, das fällt den meisten eh nicht auf und denen das auffällt, dann, ja, dann ist es halt so. Ich glaube, ihr wisst auch, dass das Leben manchmal dazwischen kommt. Also das werde ich weiter so handhaben, dass ich so mache, wie ich Lust habe. Wenn ich mich hier vor die Kamera setze und ich habe einfach keinen Bock zu drehen, dann sieht man mir das vielleicht auch an. Und ja, da bin ich auch ein bisschen zu perfektionistisch in dieser Sache, dass ich da ja nicht so ein Video hochlade, wo ich irgendwie euch was vorspielen muss. Das wäre schade. Was ich als Highlight hervorheben möchte in diesem BookTube-Jahr, ist auf jeden Fall die Leserunde All You Can Read, in der ich aufgenommen wurde. Das erste Buch, was ich mit denen gelesen habe, war Die Spiegelreisende von Christelle Dabot. Und da ist die liebe Ruth von Zwischen tausend Zeilen, die liebe Kali von Kalis Books, die liebe Claudia von Beauty Butterflies, die liebe Sarah Sophie und die liebe Sarah von Kanal Alice im Bücherland dabei. Und die waren auch schon vorher in einer Leserunde und haben Bücher zusammen gelesen. Und ich bin dann ja in diesem Jahr dazugekommen und freue mich sehr. Und wir lesen ja mittlerweile wirklich einmal im Monat ein Buch zusammen und mit dem tauscht man sich natürlich auch aus. Und irgendwie, obwohl ich manche noch gar nicht gesehen habe, privat fühlt man sich irgendwie wie in seiner so einer eingeschweißten Gruppe. Und ich freue mich jetzt im Jahr 2020, dass wir uns auf der Buchmesse sehen und hoffe auch, dass wir uns dann vielleicht öfter mal persönlich treffen werden. Und das ist immer noch das, was ich an BookTube wirklich toll finde. Die ganzen Personen, die das gleiche Hobby hegen, ob das nun BookTube ist oder das Lesen und Bücher, mit Zuschauern sich auszutauschen. Ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen hinterherhinke mit Kommentare beantworten. Das ärgert mich auch manchmal. Dann kommen so viele Kommentare, über die ich mich freue. Und dann will ich auf einen Kommentar antworten und dann denke ich mir, aber ich habe doch den anderen Kommentar noch gar nicht beantwortet. Und wenn ich jetzt erst den beantworte, wie wirkt denn das? Dann wartest du lieber, bis du Zeit hast und dann, ja, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber manchmal, ja, möchte man sich die Ruhe und die Zeit nehmen dafür und irgendwie findet man diese dann nicht und dann kommt schon das nächste Video und dann kommen schon die nächsten Kommentare. Also, ich versuche immer jeden Kommentar ein Herz zu geben. Also das mache ich auf jeden Fall, weil ich mich über jeden Kommentar freue. Und ich auch wirklich schätze, dass ihr euch die Zeit nehmt, meine Videos zu schauen und mir Feedback zu geben. Also ja, fühlt euch gedrückt von mir auch an die Zuschauer da draußen. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch im Jahr 2020 drauf. Sorry, ich habe einen Frosch im Hals. Weiterhin mit euch in Kontakt zu bleiben und ich freue mich ja auch auf unsere gemeinsame Leserunde jetzt zu Nevermore und bin gespannt, wie wir da zusammen kommunizieren werden. Ja, und es steht natürlich auch ein Meilenstein bevor in diesem Jahr wahrscheinlich, denn ich stehe kurz vor den 3000 Abonnenten. Da möchte ich mir auch noch mal was überlegen, ob ich da irgendwie ein Special mache oder so. Und zu 3000 Abonnenten, das ist schon echt eine hohe Zahl für mich. Und außerdem steht jetzt Ende Januar auch noch ein Jubiläum an. Ich weiß gar nicht, ob ich denn 5 oder schon fast 6 Jahre hier auf YouTube bin. Wahnsinn. Und ich möchte es nicht missen, auch wenn ich manchmal überlegt habe, mal eine Pause zu machen oder so. Aber ich habe immer wieder Bock, über diese Bücher zu reden. Also werde ich dieses Jahr auf jeden Fall noch weiter führen.
So, und zum Ende kommen wir noch zu meinen Vorsätzen für 2020. Ich meine, ihr habt das wahrscheinlich jetzt auch rausgehört, was es so ist. Da ich ja jetzt nicht unbedingt Challenges mache, wird es ungefähr dasselbe sein, was ich mir auch 2019 vorgenommen habe. Dafür habe ich jetzt hier mein neues Lesetagebuch hervorgekramt und mir meine Lesevorsätze aufgeschrieben. Ja, als erstes steht wieder Sub verringern. Ja, also mein Stand ist wie gesagt 46 Bücher und das ist mir echt zu viel. Ich möchte eigentlich wieder runterkommen. Ich möchte mir aber nicht zu hohe Anforderungen machen, dass ich gleich wieder frustriert bin, dass ich das nicht schaffe. Auch kleine Schritte sind in Ordnung. Ich möchte aber in diesem Zusammenhang mir vornehmen, dass ich immer versuche, mehr zu lesen, als ich Neuzugänge bekomme. Und dann wird das natürlich nach Adam Riese, wird sich der Sub verringern. Wenn das mal einen Monat nicht klappt, weil das ein Monat ist mit unglaublich vielen tollen Neuzugängen, dann ist es so. Aber insgesamt möchte ich es gerne schaffen. Und ja, schon so irgendwas mit 30 wäre ganz schön am Ende des Jahres. Ich versuche mal so ganz vorsichtig meine Ziele zu stecken. Aber insgesamt würde ich irgendwann dann gerne, war ja mein großes Ziel, mal mein Sub wirklich auf 10 zu schaffen. Aber das werde ich jetzt 2020 nicht schaffen. Und das will ich auch gar nicht. So schnell wird das nicht funktionieren. Ja, dann habe ich mein Want-to-Reread aufgeschrieben, denn ich möchte, wie gesagt, wieder Bücher lesen, die ich liebe und die in meinem Bücherregal stehen, wo ich schon wieder so viele Sachen vergessen habe, wo es doch schön ist, die nochmal zu entdecken. Da habe ich mir wieder 1, 2, 3, 4, 5 Bücher bzw. Reihen vorgenommen, die ich denn euch in den Extra-Video vorstellen möchte. Das sind teilweise Reihen, die ich mir auch letztes Jahr vorgenommen habe. Und da ich dieses Jahr auch eben 15 Bücher gereadet habe, werden da sicherlich auch noch mehr dazukommen. Aber die möchte ich mir nicht vornehmen, sondern die möchte ich mir dann aussuchen. Und dann habe ich mir noch vorgenommen, Reihen zu beenden. Das ist natürlich auch so etwas. Man fängt ganz, ganz viele Bücher an zu lesen und dann merkt man oder weiß schon im Vorhinein, dass es eigentlich Reihen sind. Und ich möchte mir mal alle Reihen aufschreiben, die ich begonnen habe und die ich gerne noch beenden möchte. Es gibt natürlich auch Reihen, die ich begonnen habe und wo ich sage, die muss ich nicht unbedingt beenden. Ja. Und da habe ich mir jetzt drei aufgeschrieben, die ich auf jeden Fall dieses Jahr beenden möchte. Und zum einen ist das der Dämonenzyklus, wo ich ja auch schon jetzt 2019 ordentlich vorgearbeitet habe. Da habe ich ja 1 bis 4 gelesen und jetzt fehlt mir noch 5 und 6. Also den möchte ich auf jeden Fall beenden, den Zyklus. Denn Nevernight möchte ich euch auf jeden Fall beenden von J. Christoph. Das ist ja auch High Fantasy. Der zweite Band ist schon erschienen und der dritte Band erscheint jetzt im Januar, Ende Januar. Und die Spiegelreisende-Reihe von Christelle Dabo möchte ich auch beenden. Ich weiß, dass, glaube ich, dieses Jahr auch der vierte Band erscheint, aber ich weiß gar nicht, wie viele Bände es insgesamt geben wird. Also ich hoffe, dass ich dann auch die Möglichkeit habe, die Reihe zu beenden. Nicht, dass sie dann noch was weiß ich, wie viele Bände hat und ich es gar nicht schaffe, weil das erst 2021 oder so beendet wird. Ja, auf jeden Fall habe ich mir die drei Reihen aufgeschrieben, aber ich möchte auf jeden Fall gerne noch zwei weitere beenden. Welche das sind, das lasse ich wie gesagt auch offen, je nachdem, worauf ich Lust habe. Ja, das werde ich mir vornehmen. Wie gesagt, Neuzugänge bewusster wieder weiterhin so toll ausmisten, wie ich das bisher gemacht habe. Und eventuell vielleicht auch mal ein bisschen rigoroser abbrechen. Da kann ich aber für nichts garantieren, weil ich halt auch die andere Seite sehe, dass ein Buch wirklich sich noch entwickeln kann. Ja, ich wünsche uns und euch da draußen ein wunderschönes Lesejahr 2020. Viele tolle Highlights, viele tolle Neuentdeckungen. Ja, in andere Genres einzublicken, das ist mir auch wichtig. Also ich bleibe ja auch schon lange nicht mehr bei meinen Hauptgenres, sondern lasse mich auch gerne mal inspirieren durch andere Booktuber, aber auch einfach durchs Stöbern durch die Buchhandlung. Man muss nicht immer bei seinen Leisten bleiben. Kann man natürlich immer wieder zurückkehren, das ist auch das Schöne, aber man kann auch Neues entdecken. Das wünsche ich euch da draußen auch. Viele tolle Begegnungen
mit anderen Leseverrückten und viele tolle Lesemomente, die wir hier auf BookTube teilen können. Und jetzt ist Schluss mit dem Geschwafel. Ich habe so einen Frosch im Hals. Ich muss dringend was trinken. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.